Ich dachte jetzt eigentlich, dass ich was Ton kriege. Hallo, bist du noch da unten? Hallo, ich glaube, er ist zu sehr mit Graben beschäftigt. Tja, das ist dann auch wieder ein Fail. Kannst du einen verbogenen Löffel mitnehmen? Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Es sind Ex-Löffel. Okay. Also ich brauche Ton, Gold und den Schlüssel. Den Schlüssel muss ich ja irgendwie von dem Wächter kriegen. Bei dem Gold habe ich auch noch keine Ahnung. Dann reden wir noch mal mit dem. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Ich bin nicht der Neue. Ich bin nicht der Neue. Ach ja? Und wer bist du dann? Hast du schon mal was von Thor Gottesdonners gehört? Schon mal was von Thor Gottesdonners gehört? Na gut, Thor. Da kannst du ja auch einen blitzartigen Abgang machen, nicht wahr? Oh, Brüller. Nee, komm, nochmal. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Hulgo schickt mich, ihn zu holen. Kann ich ihn haben? Hulgo schickt mich, ihn zu holen. Hulgo kann selbst kommen, wenn er ihn haben will. Hulgo ist... Naja, er ist verhindert. Verhindert? Wo steckt er? In einem Schra... Edna! Er therapiert seine Klaustrophobie. Dann braucht er auch den Schlüssel nicht. Zurück zum Generalschlüssel. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Dr. Marcel sagt, ich soll ihn bekommen. So. Kann ich ihn haben? Dr. Marcel sagt, ich soll ihn bekommen. Ich glaube kein Wort. Der Doktor würde den Schlüssel niemals jemand anderem anvertrauen. Und dir schon gar nicht. Jetzt habe ich gerade sogar einen Tinnitus, ist auch geil. Was guckst du da? Was guckst du da? Ich gucke den Bekloppten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. Ah, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird, wenn man zu lange auf diese Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu sehen. Jetzt, ne, ne? Okay. Ich habe eine Idee. Da muss. Also einmal mit dem Wäschelift fahren. Und. Ah, zum Professor. Ich lasse dich mal wieder allein. Ich lass dich dann mal wieder allein. Dann tu das bitte auch. Ja, was tue ich jetzt hier gerade? Ja, hier komme ich nämlich gar nicht weiter. Ohne den Schlüssel ist das alles ein bisschen umständlich. Komme ich denn jetzt irgendwie nochmal in den Wäschelift von hier rein, ohne dieses Gelaber von dem Typen wieder hören zu müssen? Hier komme ich nicht rein. Benutze Wäscheliftsystem. Beam me up, Scotty! Okay, das war wohl ironisch gemeint.
Also nochmal den Laber von dem Wachmann hören. Oder. Nee, das stimmt schon. Das hätte ich eben mitmachen müssen. Verdammt. Oh oh. Hey! Dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen! Bin schon weg. Ich bin schon weg. Nicht so schnell, kleines Fräulein hier, nicht? Okay, so kann man das ein bisschen abkürzen. Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitz den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. Ja. So, und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Das habe ich wohl vermasselt. So, jetzt ist mein Gedächtnis schon wieder im Arsch, das ist ganz Gebrabbel. Verdammt. Was hier war. Ich glaube. Hier. Das war eins. Und das andere war der Wäschelift. Hab ich jetzt auch nichts hier oben vergessen, was ich noch machen wollte? Ich hoffe mal einfach nicht. Nur für Personal, ja. Und ab runter. Ich hoffe, das klappt. Da kommt jetzt der nächste Ausgang. Ja, hier machen wir dann auch noch. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Ah. Ach ja, Licht an, Licht aus. Aber was zum Kuckuck? Diese Monitore. Das ergibt ein Muster. Es ist eine Botschaft. Das ging jetzt wirklich schnell. Und dann gehen wir direkt mal zu ihm. Und los geht's. Wow. Da kommt der nächste Ausgang. Mann, nein, Moment, mir ist gerade was runtergefallen. So, jetzt fahren wir extra nochmal eine Runde. Da ja. Kommt der nächste Ausgang. Wohin gehen wir jetzt am besten? Zu dem Wachmann? Oder... Das, was ihn bewirkt. Okay. Gleich Prozent. Aber mit König Adrian kann ich ja gar nicht interagieren. Magst du was Ketchup? Was soll das sein? Mein Ticket für den Wäschelift? Ist es nicht. ja. Na, ich quatsch mal mit Mantel. Ich guck mal nach dem Wächter. Geht mit. Ja, Mantel.
mit Herrn Mantelring. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Okay. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Jetzt habe ich noch eine Idee. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, beste dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Also muss ich irgendwie an den Kleiderbügel rankommen. Und los geht's. Da komm mal her. Da kommt der nächste Ausgang. Steigt jetzt auch aus, oder? Irgendeinen Sinn muss das doch gehabt haben. Vielleicht aber Senf dabei? Ich habe ihn genug geärgert. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, verdammt. Seltsam. Wo ist denn Herr Mantel hin? Oh. Weg ist er. Da kommt der nächste Ausgang. Hier scheint er nicht zu sein. Und los geht's. Bestimmt unten in der Wäscherei sich direkt waschen, dann kann ich... Da komme ich nämlich an den Kleiderbügel von ihm ran. Hoffe ich mal. Da kommt der nächste Ausgang. Ha, da ist die Nummer 1. So. Dann nimm den Kleiderbügel mit. Ja, jetzt habe ich die Nummer 1. Die kann ich dem Alu-Mann geben. Weil einen besseren Kleiderbügel, denke ich mal, findet man nicht mehr. Hier muss ich nicht. Genau, ich wollte zum Wächter noch. Optimal. Mal hoch. Und nochmal hoch. Hoch. Na. Nochmal hoch. Und alle da rein. Oder kann ich jetzt hier... Benutze Kontrollpult. Hübsch bunt. Benutze Fernseher. Okay. Aber der hat den Schlüssel hier in der Hose. Oh, ist jetzt das, das Klo. Geh zum Flur. Ach ja, das war das Stockwerk genau hier. Das sieht doch schon optimal aus. Dann nehmen wir uns mal einfach den Schlüssel. Hey, lass das. Mist! Der Schlüssel hängt am Gürtel fest. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Tja. Was habe ich denn noch? Kann ich mit dem Messer den Gürtel irgendwie... Hey, Finger weg! Uiuiuiui! Was habe ich denn noch, was damit funktionieren könnte? Ich habe keinen Plan irgendwie. Polizeiausweis bringt auch nichts. Vielleicht ist der Schaf, der Senf ein bisschen scharf, dass er das durchputzelt. Vielleicht, wenn ich den Senf vorher kräftig schüttel und dann mit etwas Schwung... Hey, Finger weg! Uiuiuiui! Vielleicht... Hier ist auch nichts mehr, ne?